Ja, hi und herzlich willkommen zum neuen Video von Spielpirate.de, dem Weihnachtsspecial. Kampf Nummer 10 in der Gruppe D, der zweite Kampf mit einem Debüt vom Ultimate Gravity Destroyer Attack gegen den Galaxy Pegasus in der rot-blauen Metallic-Variante. Hier kämpfen zwei Angriffstypen gegeneinander, klar. Einmal eine Flat und einmal eine Right Rubber Flat. Ich denke, dass der Ultimate Gravity Destroyer Attack eine höhere Ausdauer haben wird. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir haben bei dem Ultimate Gravity Destroyer Attack zwei Varianten im Angriff. Links und rechts drehend. Wir werden heute auch beide wieder reinnehmen, abwechselnd. Zuerst fangen beide rechts an und dann immer hin und her. Und hier wird auch der Ultimate Gravity Destroyer Attack zuerst starten. Also, frei für den ersten Kampf. Okay. Hier geht der erste Punkt an den Ultimate Gravity Destroyer Attack. Galaxy Pegasus. Leider nicht geschafft. Und somit geht es jetzt in die zweite Runde 1 zu 0 für den Ultimate Gravity Destroyer Attack. Hier ist Accept gestartet. Ja, gibt da doch Galaxy immer mal wieder Anschwung, aber wie wir hier sehen, hat der Ultimate Gravity doch etwas mehr Kraftauflage gehabt. Gut, das liegt sicherlich auch an der Spitze. Beide starten sie jetzt wieder rechts. Und Ultimate Gravity Destroyer Attack fängt an. So. Naja, wie wir auch hier sehen, heftige Angriffe teilweise, aber da kann leider Galaxy überhaupt nicht mithalten. Ultimate Gravity Destroyer Attack hat hier auch den dritten Punkt, somit auch technischer Sieger. Aber wir wollen uns natürlich die restlichen Kämpfe auch noch angucken. Hier fängt jetzt wieder der Galaxy an gegen den left startenden Gravity. Vierte Runde. Wow! Das war leider ein Fehlstart von mir. Ich mache das Video ein bisschen länger und ihr habt mehr zu gucken. Guck mal, selbst die Kamera kommt nicht ganz scharf hinterher. Sieht auch irgendwie geil aus, oder? Guck mal, jetzt hat er wieder scharf gestellt. Der Wahnsinn! Wir fangen nochmal an. Nummer 4. Ja, sicherlich verliert natürlich auch Galaxy durch seinen früheren Start auch viel an Power, aber es sind halt beides Angriffstypen und hier wechseln wir uns einfach mal ab, so ist das Regelwerk. Und naja, ja, auch hier der Punkt wieder an den Gravity. 4 zu 0. Und dann starten wir eben halt wieder mit ihm hier. Fünfte Runde. Was haben wir gesehen? Hier hat definitiv der Galaxy Pegasus mit jeder Menge Kraft erstens den Ultimate Gravity Destroyer Attack rausgeschossen, zweitens meine Halterung für mein Stativ weggekloppt und drittens somit mein Stativ gesenkt und die Kameraeinstellung vernichtet. Ich denke, Galaxy Pegasus war doch ein bisschen stinkig gerade auf mich, dass ich so abgelästert habe. Somit hier also auch ein verdienter Punkt für den Galaxy Pegasus und aber der Gesamtsieg geht hier an den Ultimate Gravity Destroyer Attack. Und ja, Galaxy Pegasus hat vielleicht noch die Chancen auf ein. Nee, eigentlich nicht mehr. Er ist ausgeschieden. Hat keine Chance mehr in die Wildcard-Runde reinzukommen. Und somit bye-bye. Aber es war ein grandioser letzter Sieg für Galaxy Pegasus, was mich sehr freut. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Freue mich auf gute Kommentare. Die negativen lasst ihr einfach stecken. Und wenn nicht, dann eben nicht. Freut
freue mich aufs nächste Video. Nummer 11 kommt morgen um 12 Uhr. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, wa? Euer Spielpirat.